Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Conan Battle Pass bzw. den Herausforderungen. Ich habe die Herausforderungen jetzt gerade nicht drin, aber ich weiß, dass ich sie schon mal hatte. Deswegen wollte ich das Ganze mal kurz für euch aufnehmen. Und zwar musstet ihr Leuchtschleim suchen. Ich bin jetzt aktuell genau hier und zwar ist das in der Nähe vom Wrack der Aldermann. Das ist an der Grenze, ich sag mal, zwischen G und H und in der Mitte ungefähr von 7. Und zwar Leuchtschleim findet ihr nur unter Wasser. Das sind diese, ja, ich sag mal, hellblau leuchtenden Dinger hier. Die müsst ihr dann mitnehmen. Viel gibt es davon nicht. Eins habe ich jetzt so ein bisschen hinter mir eingesammelt. Vertut euch übrigens nicht mit dem dunklen hier hinten. Das ist kein Leuchtschleim, sondern wirklich nur die hier. Das heißt, das wäre dann, hier wäre dann noch ein drittes. Hier oben wäre dann noch ein viertes. Ich meine, man musste 5 davon finden. Ihr solltet natürlich zwischendurch immer wieder auftauchen und Luft holen. Ich muss das jetzt aktuell nicht machen, wegen dem Admin-Modus. Hier sind jetzt alles nur Steine. Es kann auch sein, dass ihr nur 2 davon finden solltet, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass das schon fertig war. Also auf jeden Fall ist das genau an dieser Stelle hier. Es ist dann in der Nähe von dem Schiff, wo ihr das Ganze finden könnt. Ja, wenn euch dieses Video weiterhelfen könnte, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne meine anderen Videos zum Thema Battle Pass an. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.